Moin hier von der Strecke in Andernach, in der Arena 33. Wir sind heute vom Verein der Erik Staubach, der Oliver Schrader und meine Wenigkeit hier. Hier wird schön gefahren. Ich gucke, dass ich heute mal ein paar Fahrer, also sprich die Fahrer interviewe, dass wir ein paar Videos von den Autos machen, dass ihr euch das später einfach mal anschauen könnt. Das ist ja ganz interessant hier. Wetter ist heute perfekt. Wir haben jetzt 22 Grad, Sonne scheint, trocken, die Strecke hat gut Griff, daher beste Bedingungen, um den ganzen Tag Spaß zu haben. Bis später. So Leute, das ist der Dai. Ja, moin Dai. Moin. Na, moin, wir sind im Norden. Ja, wir sind in Andernach, in der Arena 33 und erfreuen uns bestem Wetter, nicht so wie letzte Woche. Da sind wir zwar auch toll gefahren. Aber es war ein bisschen kühler und ziemlich nass am Anfang. Und ziemlich windig auch. Ja, so. Jetzt aber zu tollem Wetter und vielen Dai. Was macht der Dai hier? Warum ist er hier? Ja, ich bin hier, weil ihr hier seid. Nee, ich fahre natürlich auch selbst. Ich versuche ein bisschen mein Fahrkönnen zu schärfen. Aber klar, der Uli ist unser jüngstes Vereinsmitglied. Da hinten im Hintergrund läuft er gerade rum. Genau, da kommt er gerade. Den kriegt das schon ganz gut hin, aber hier und da ist es ganz gut, wenn er noch eine helfende Hand hat. Ja. Moin, moin. Den Olli interviewen wir auch gleich noch. Er kriegt auch sein Fett weg. Der ist noch nicht bereit, der muss das gefahren, der hat genau. Adrenalin. So, jetzt aber zurück, was fährst du für ein Auto da? Ja, ich fahre einen TRF 420 in Modified, 4,5-Turn-Motorisierung, also das Typische, was man hier in Modified fährt. Das ist so, ja, das wahrscheinlich schnellste, was man hier so fahren kann. Macht Spaß, ist nicht ganz einfach, gebe ich zu, also ein bisschen Erfahrung schadet da nicht. Ja, vom Setup her ist es eigentlich ganz normal, hätte ich gesagt. Also für mich ist es normal, was ich hier fahre. Ich probiere ein bisschen herum mit den Federn, mit den Spacern an den oberen Querlenkern. Ich spiele ein bisschen mit der Karosserieposition herum und sehe das dann am Ende an den Rundenzeiten, an der Konstanz der Rundenzeiten, wie sich das auswirkt. Ja, und einfach auch der Faktor andere Fahrer. Es sind ja immer andere Fahrer auf der Strecke, auch natürlich langsamere Fahrer. Und auch da versuche ich, mein Setup so hinzukriegen, dass ich da auch ordentlich drum herum fahren kann. Also nicht nur auf meine schnellste Runde, sondern so, dass ich eben unter Verkehr auch ordentlich fahren kann. So wie es im Rennen normalerweise auch ist. Ich wollte gerade sagen, so wie es im Rennen auch Sinn macht, genau. Und das ist von daher ein ganz gutes Training. Es funktioniert hier auch sehr, sehr gut, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Da wollen wir jetzt keine Namen nennen. Im Hintergrund. Aber... Ja, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ja, meistens funktioniert es sehr, sehr gut. Also zumindest, wenn ich auf der Strecke war, aber alles gut. Also hier auch mit den Frontis und so, das ist alles klasse. Was gibt's noch zu sagen? Frag mich mal noch was. Wann ist das nächste Rennen da? Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, wir hätten ein Rennen in anderthalb Wochen oder in zwei Wochen auf dem Kalender in Bad Berneck. Da fährst du, glaube ich, auch hin. Das ist der Plan, wenn uns Corona mal nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Da fährt noch einer bei uns aus dem Verein mit. Da fahren auch noch viele andere bekannte Persönlichkeiten hin, weil es so das einzige Rennen ist, was jetzt so auf dem Plan steht in der nächsten Zeit. Ich meine, in Berlin wäre auch eins angepeilt, aber ich tatsächlich für mich persönlich habe noch keinen einzigen Renntermin jetzt, weil einfach das jetzt alles erst anfängt und jetzt fängt man an zu planen. Ich bin ja auch in der TOS-Orga drin, das heißt, ich bin da zumindest für die Gruppe Mitte an vorderster Front Termine auch selber festzulegen und bin mit Rüsselsheim im Gespräch, bin natürlich hier mit der Arena im Gespräch und da versuchen wir einfach ein paar Termine hinzukriegen, aber noch ist nichts spruchreif. Okay, Dai, cool. Ich würde mal sagen, dass Eindrücke aus Andernach, das ist erstmal eine ganze Menge, die du uns erzählt hast. Und mega, wir fahren jetzt mal noch eine Runde, genau. Oder? Genau, bis dann. Moin, Erik. Hallo, Dai. Wie lange fährst du schon RCK? Seit, das weißt du besser wie ich,
2 Jahre. Ja, das kommt hin. 2. Gut, gut. Sind die 5 Euro in deiner Handyhülle danach für mich? Ja. Sind. Habe ich dich rausgebracht? Nein. Was fährst du denn heute für Autos? Oder was für ein Auto? Ein TRF 420 mit einer 17,5er. Mit der neuen Orca-Kombo, ja. Das ist 5,5, man mag sich glauben. Mhm. Ist so schnell die RCK 4.0 Übersetzung mit 17,5. Macht Freude. Für mich ist das schon, naja, mittlerweile genau richtig. Sagen wir nicht mehr zu schnell, nicht zu langsam. So soll es auch sein. Genau. Wie findest du das Fahren heute auf der Strecke? Ja, anderen nach Bombenwetter, tolle Temperaturen, was will man denn mehr? Ja, finde ich auch. Deswegen, toi toi toi, weiter, schnellste Runde fahren. Und hast du ja vermutlich heute gemacht. Weiß ich nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht. So, da haben wir den Olli. Ja, moin. Hallo, moin. Was fährst du denn für ein Auto hier? Ich fahre ein TT02 mit 17,5 Turn Motor. Ja, fährt eigentlich ganz gut so. Ja, das sieht man auch. Also dafür, dass das ein relativ einfaches Auto ist, bist du damit sehr, sehr gut unterwegs. Wie kommst du hier mit den schnelleren Fahrern zurecht? Das geht eigentlich ganz gut, einfach Platz machen und dann. Mhm. Kommen sie schon vorbei, wenn sie vorbeikommen. Ja, genau. Wenn sie vorbeikommen müssen. Ja. Ja. Was sagst du zur Strecke selbst? Das ist der Hammer. Also, wenn man das mit der Halle vergleicht, also, auch wenn man da oben steht und alles ist so weit weg und so riesig alles, also, ist schon der Hammer. Ja. Wie lange fährst du denn jetzt schon? Reicht denn jetzt schon? Also mal insgesamt RCK? Insgesamt. Also mit komplettem Anfang. Ja. Vielleicht 7 Jahre, 6 Jahre so. Okay. Also und richtig auf der Rennstrecke? Richtig auf der Rennstrecke jetzt, glaube ich, seit einem Jahr vielleicht, oder? Vielleicht ein bisschen weniger, ein Jahr so. Kommt ja gut hin, ja. Ja. Und macht Spaß. Ja. Das ist die Hauptsache. Ja. Ja. Ja, was fällt mir noch ein? Was würde denn der Olli Holzbauer noch fragen? Das ist ja unser Media-Mogul hier bei uns im Verein. Mhm. Ich versuche mich gerade in seine Lage zu versetzen. Ja, was ist deine Motivation heute hier zu sein? Was ist dein Ziel? Also mein Ziel, klar, also relativ fehlerfrei zu fahren auf jeden Fall. Und relativ auch konstant zu halten und relativ schnell so. Das ist so mein Ziel. Das ist und gut. Auf jeden Fall auch Spaß haben. Was fährst du jetzt hier für Rundenzeiten? Für Rundenzeiten so, also die besten sind so 26, 25 und so hier und da 28, 29 auch. Wenn man mal jemanden vorbeilässt und so, geht ja auch mal ein bisschen was verloren, aber. Stimmt. Ja. Ja, gut. Dann wünsche ich mal noch weiterhin viel Spaß. Ja, danke. Ciao, ciao. Danke. So, der Olli bereitet sich auf seinen Lauf vor. So, auf geht's. Ja. Jetzt müssen wir sagen, dass wir es jetzt hören.
gut aus, sieht gut aus. Wie fährt's? Gut. Ja.